Willkommen zurück. Wir sind im Moment tot. Wir warten. Rastorf und Vamberi sind auch tot. Wir warten noch auf Heilung. Und wir sind im Dungeon. Ja, die beiden Bots hat's gerippt. Und ich kam aus den Eis nicht raus. Wie schnell wiederbelebt wurde, ey. Zack, instant. So, und jetzt wieder sterben? Bin schneller als ein Centaur. Ach, ich muss mehr ran. Pass auf, von hinten kommen gleich wieder welche. Also einer kommt gleich. Oh nee, nicht zu mir. Au! Ich hab doch kein Leben, ihr dürft mich nicht hauen. Was greife ich denn jetzt gerade an? Du willst Vermögen herstellen, das ist toll. Alter. Hier zu viele. Ja, aber sowas von. Boah, ey. Also die hauen ja wirklich rein, ne? Soll ich mal den Zuchtmeister anlocken? Wir haben noch nicht genug Gegner. Alter, ein Ei nach dem anderen, ey. Ich muss ja ständig rückwärts laufen. Ja, ich auch. Ich glaube, wir sollten die Gegner pullen und dann, dann angreifen. Ich hab vergessen, im Ei zu stehen. Du hast vergessen, im Ei zu stehen, das ist gut. Alter, ich muss hier einmal kurz weg, sonst hab ich gleich wieder ein Problem. Ich brenne! Ich bin ganz tot. Ich brenne! Oh Mann. Flieht hier nach hinten! Alter. Alter, schaut euch die ganzen AE-Ringe an, ey. Ihr seht das da ja, ne? Das sind dreimal teilweise 3, 4, 5 AEs in einem Feld. Wenn du da drin stehst, gleich tot. Wir müssen pullen übrigens. Aber, ja gut. Wir müssen auf jeden Fall pullen. Weil ich glaube, das... Aber ja, ich habe das Gefühl, die ziehen zu heftig. Wir müssen also direkt Rückzug machen. Scheiße. Ja, lass pullen. Also wir ziehen uns dann bis zum Anfang zurück. Bis sie dann wieder zurück in... die kriegen doch voll Leben, oder? Jetzt verreckt bloß nicht. Meine Leiche liegt neben Rasolov. Der liegt genau neben mir. Oh Mann. So, da kommt gerade ein Einziger. Den kriegen wir wohl hin. Wir kriegen gleich Verstärkung. Das wäre schon der zweite Zuschauer. Eieiei. Wir hätten doch den Erforscher-Mode, den Story-Mode machen sollen. Der wäre ja doch leichter gewesen. Aber kriegen wir es? Ja, wir kriegen es hin, ne? Das dauert nur. Ja. Ist gleich noch einer weg. Ich weiß nur nicht, ob die Viecher einmal nachkommen. Ich habe Sorge, dass wir den Zuchtmeister nicht schaffen, aber wir sollten auf jeden Fall die Minions erst plätten. Bis alle weg sind. Und das dauert. Ihr pullt die wirklich nach links, ne? Das sehe ich. Nicht schlecht. Dum 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 dum. Wir leben wieder. Oh, es sind weniger über. So, da kommt jetzt einer.
Gut, wir gehen direkt zurück. So nach und nach. Ja, sind es drei, vier. Ja, zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück. Oh, scheiß Ei. Meine Reichweite ist gering. Ja, geht noch. Geht nicht. Pass auf den Zuchtmeister auf. Geh lieber zurück. Wenn der Zuchtmeister kommt, dann ist Ende. Weil der macht euch Beine. Ich darf mein Tiergefährt nicht verlieren. Warte mal, ich versuche mal Verstärkung anzureihern. Vielleicht noch einer weg. Der Tod pirscht sich heran. So, ich komme jetzt wieder in den Kampf. Bin schneller als ein Centaur. Zeit, echten Schaden anzurichten. Oh, hab mich jetzt dumm gehauen. So, wir haben Verstärkung, wenn es klappt. 313. Ich glaube, mit zwei epischen Kämpfern sollten wir es schaffen, ne? Ja. Langsam bewegen wir uns hier sowieso voran. Ja, wenn wir ein bisschen schneller vorankommen, brauchen wir nicht 8 Stunden. Morgen habe ich allerdings frei, also wir können noch bis 6 Uhr arbeiten. In den Dungeons hier. Das Problem ist, mir geht wegen mal die Festplatte aus, also das könnte ich jetzt mal eben auch prüfen. Das mache ich aber jetzt nicht, während hier Schaufler gerade in der Nähe sind. Die machen wir schon. Oh, der Zuchtmeister! Der hat gerade einen Satz nach vorne gemacht. Okay, der ist nicht aggro. Noch nicht. Okay, Dings ist unterwegs, denke ich. Ja. Wir haben in ein paar Sekunden Verstärkung. In ein oder Minuten. Oh. Haltet ihr den mal auf? Ich muss mal kurz die Festplatte prüfen. Mitten bei der Aufnahme. Ist auch geil. Es war ein bisschen blauäugig, im Nahkampf mit den Dingern noch zu gehen. Ja, das geht noch. 258 Gig. So, das waren die Minions, würde ich sagen. Dann sehe ich noch eine. Wenn wir ein bisschen Verstärkung haben, dann können wir uns mit dem Zuchtmeister abgeben. Wenn wir nicht permanent bombardiert werden, dann kriegen wir das auch so hin, oder nicht? Mager, komm zu uns. Ich kämpfe keinen einer aus der Gruppe, Port. Ja, ist gleich kaputt. Warte mal, zurückziehen. Wofür? Wovor? Das ist nur ein Gegner. Ja, der Eremit kommt nicht rein. Oder Efeu. Das kenne ich, das geht mir mit dem Handy genauso. Wir nennen Discord ab sofort Duisburg. Pass auf den Zuchtmeister auf. Also ich habe wirklich Angst, der steht ziemlich dicht gerade. Ja, deswegen schieße ich den jetzt ab. So, wir haben jetzt Rasolo, der Zuchtmeister ist hier. Oh nein. Führt ihn in die Schmetterer. Das wird ihn schwächen. Ich glaube, jetzt sollten... Ja, genau. Marc macht das ganz alleine. Jo. Oh, plötzlich ist er direkt auf Marc. Und dann ist er weg. Ach. Das sind die Smasher, da sollen wir ihn hinlocken, okay. Wo sind die Smasher überhaupt? Denn? Ja, da wo er kommt. Ach, das sind die Smasher, aha. Naja, wie zieht. Kommt also hierher, wir müssen. Ja, nur der Stampfer, ja. Und der Grinder.
bootet in den Grinder. Ich will aber nicht gestampft werden, danke. Junge, was ist das denn? Er hat ein Schild aufgebaut. Okay, da müssen wir jetzt anscheinend einmal den Schild zerstampfen. Er ist unverwundbar. Ja. Ich sage, also er muss wahrscheinlich durch den Smasher und dann kriegt er das Schild weg und... Ja, der Schild ist weg. Und wieder. Ja. Aber das könnte ein bisschen dauern. Oh mein Gott, wir haben die Minions alle weg. Überleg mal, macht das mit Minions dann, Na, ja, da wurde er gesmashed. Ist das oh, nicht auch... meine Minions sterben. Ist das nicht auch ein Schokoriegel? Smasher? Nee. Ich glaub nicht. Lass mal entwickeln. Zeit, echten Schaden anzurichten. Smasher, zerstört. Alkohol oder? Nee, 80. Warum Smasher Leute? 90% Zucker, Junge. Und zwar übelster Sorte. Ja, das ist doch Standard. Kann 3 Tonnen Dextro Energy reinhauen. Nee, wir machen ein Energy. Ja, Energy Drink. Energy Mischung. Ja, nein, nicht ein Energy Drink, sondern ein Energy Bar. Ein Energy-Riegel. Ja, genau. Ich belebe mal Rosaloff wieder. Mit Taurin und sowas halt. Ja, er ist da. Oh, wie schnell geht sein Schild wieder auf? Ja, das ist Wahnsinn. Nicht genug Energie. Ich muss weg, er hat Akku auf mich ja, gerade. Er ist da. Ich wisch mal kurz den Staub von deiner Deko. Na. So sah zumindest so aus. Ja, der yeah. Zuchtmeister ist down. Wir haben ihn gezüchtigt, Junge. Okay. Jetzt kommen die Gegner wahrscheinlich noch härter. Beide zum Greifen nah. In meiner Wache wirst du nicht sterben. Der wievielte ist es deiner? Jetzt sagst du zu dem schon, meiner Wache wirst du aber nicht sterben. Da, Ziel identifiziert. Ziel identifiziert. Typus Gegner. Oh, verdammt tödlich. Ne, Ulti brauche ich nicht. Ulti-Heilung völlig nutzlos gerade. Reicht das? Ne, ja, reicht, genau. Mach weiter so. Marc, dein Charakter labert irgendwie dauernd jetzt gerade. Aha. Bei mir sagt er gar nichts. Echt? Ich höre nichts. Okay, das ging schnell. Ah, die Chars reden mehr, weil wir Bass bekommen. Ach, deswegen höre ich Mark gar nicht. Er kriegt keine Bass. Nee, weil ich immer hinten stehe. Ich fühle mich gut. Wahrscheinlich. Ich fühle mich gut. Wahrscheinlich kommt gleich Zeit, echten Schaden auszuteilen. Oder ich sterbe. Ich bin hingefallen. Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Boah, ich versuche hier die ganze Zeit unsere Minions wieder zu beleben. Ja, ich lebe wieder. Ich stehe an der Hälfte zur AE, das ist auch nicht gut. Wer digitiert denn da gerade? Shit. Irgendwer digitiert hier gerade an der rechten Seite. Schon besser. Grauens Feuerelementar digitiert zu Phönixfeuer. Unsere Bots sind permanent down. Alter, WhatsApp, ne, ist voll am Abgehen. Meine Arbeitskollegen sind sich mal wieder nicht einig, wer arbeiten soll.
Beziehungsweise da diskutieren jetzt ständig um die Uhrzeit, die Azubis mit den Kollegen und wer jetzt die Frühschicht übernehmen soll bei uns. Uiuiuiui, das sollte man eigentlich schnell klären. Oh, meine Fresse. Du. Ach ja, das kenne ich aus Star Wars Episode 1. Bei diesen Podrennen macht doch diese Podracer von Sebulba. Ausreichend Schaden für meine Zerschlüsse, ja, stimmt. Überleben ist übrigens die erste Regel. Ist auch interessant. Efeu hat eine Menge zu reden gerade. Also Zeit auch dazu zu schreiben. Während wir kämpfen. Das heißt, er kann einfach hin. Ja, er braucht einfach nur schießen. Also er macht sowieso 3000 Schaden. Danke fürs Zusehen.